der Ebene Südpakistans liegt ein rätselhaftes Bauwerk, errichtet aus Zehntausenden von Lehmziegeln. Es ist die höchste Erhebung einer Stadt, die so alt ist wie die Pyramiden am Nil. Der Stadtbauhistoriker Michael Jansen aus Aachen kennt die antike Metropole seit seiner Studienzeit. Seit mehr als 30 Jahren forscht er über dieses Areal, über die versunkene Stadt Mohenjo-Daro, die im 3. Jahrtausend vor unserer Zeit gebaut wurde und nach 1000 Jahren auf rätselhafte Weise unterging. Nichts ist bekannt über ihre Baumeister, ihre Herrscher. Sie schufen die erste wie am Reißbrett geplante Großstadt der Welt. Neben Ägypten und Mesopotamien entstand an den Ufern des Indus eine dritte, hochentwickelte Zivilisation. Die Induskultur bildet mit mehr als 1 Million Quadratkilometer die größte der frühen Hochkulturen der Welt. Bis heute sind mehr als 1500 Fundorte identifiziert, von denen Mohenjo-Daro die größte aller Siedlungen ist. Im Laufe der letzten 4000 Jahre ist Mohenjo-Daro von den Sedimenten des Flusses zugeschwemmt worden. 7 Meter hoch haben sie die Stadt unter sich begraben. Seit fast 100 Jahren sind die Archäologen dabei, die antike Metropole freizulegen. Eine der großen Alleen, breit genug für mehrspurigen Verkehr, schnurgerade mit Wohnhäusern gesäumt, die nach einem Masterplan entworfen. Seit einiger Zeit wissen wir, dass die Stadt sich unter der heutigen Ebene fortsetzt. Etwa in Richtung Indus gibt es eindeutige Nachweise, dass fast 2 Kilometer von hier die Stadt unter der Oberfläche sich fortsetzt. Und damit könnte Mohenjo-Daro, wenn es sich dann bewahrheiten sollte, dass das ein großer Siedlungszusammenhang ist, die größte bronzezeitliche Stadt des 3. Jahrtausends vor Christus sein. Alle bisher entdeckten Städte der Induskultur haben eines gemeinsam. Sie sind auf künstlichen Erhebungen errichtet. Frühere Grabungen haben gezeigt, dass die Plattform, auf der Mohenjo-Daro errichtet wurde, 6 Meter hoch ist. Dieser aus Lehmziegeln von Menschen geschaffene Stadtsockel soll in einer künftigen Kampagne genauer untersucht werden. Um eine Expertise erstellen zu können, muss Michael Jansen zahlreiche Geländeuntersuchungen vornehmen. Der Chef der antiken Verwaltung Fazil Kaka ist aus der Hauptstadt Islamabad angereist, um den Fortgang der Testbohrungen in Augenschein zu nehmen. Mohenjo-Daro ist die bedeutendste archäologische Stätte Pakistans und steht auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Die geplante Grabung soll neue Erkenntnisse über die tatsächliche Ausdehnung der Anlage bringen. So mag Mohenjo-Daro einst ausgesehen haben. Eine auf der Basis von Luftbildanalysen erstellte Computeranimation. Demnach ist die antike Metropole auf 2 künstlichen Erhöhungen errichtet, die im Sommer, wenn der Indus Hochwasser führt, durch Überflutung getrennt sind. Die kleinere Oberstadt und die größere Unterstadt, die vorrangig mit Wohngebäuden bebaut ist. Deutlich erkennbar die großen Hauptachsen und die rechtwinklige Anlage einer systematisch geplanten Stadt. Die weiß markierten Flächen im Satellitenbild zeigen die Bereiche, die bisher freigelegt wurden.
Wie die großen Hochkulturen Ägyptens und Mesopotamiens haben die Erbauer von Mohenjo-Daro ihre Stadt an einem großen Flusssystem errichtet. Der Indus befruchtet nicht nur den Ackerboden einer riesigen Ebene, sondern ist auch Transportweg für Waren aller Art. Doch die Nähe zum Fluss birgt auch Risiken. Jedes Jahr im Sommer lassen die Schmelzwasser des Himalaya den Indus zu einem gewaltigen Strom anschwellen, der das Umland auf einer Breite von fast 100 Kilometern überflutet. Und das hat auch das Siedlungsverhalten dieses unteren Bereiches des Indus sehr stark beeinflusst. Und so kann man verstehen, dass die Indus-Menschen, die in diesem Land siedelten und eben in der Mitte des dritten Jahrtausends in das Indus-Tal direkt an den Indus herangingen, dass diese Menschen nur eine Chance hatten, über längere Zeit in der Nähe des Flusses zu überleben. Und das ist, dass sie auf Erhebungen ihre Siedlungen bauten und zur Not eben auf künstlichen Plattformen, die eine große Arbeitsleistung voraussetzten, eine große Investition an Arbeit und Menschenkraft. Knapp 1000 Kilometer hat der Indus von den Bergen des Himalaya bis zur großen Ebene Südpakistans, dem Sindh-Gebiet, zurückgelegt. Und Mohenjo-Daro, die antike Metropole, liegt mitten im Überschwemmungsgebiet. Die ersten Grabungen haben gezeigt, alleine die Unterkonstruktion der Oberstadt ist 400 Meter lang und 200 Meter breit. Eine Fläche so groß wie 10 Fußballfelder. Was ganz interessant ist, ist die Bodendichte, kann man dadurch ablesen, wie schnell dieses Bohrgestänge in den Boden geht. Ja, jetzt kommt er in die Lehmziegelstruktur rein. Das kriegt er uns jetzt nicht mehr gedreht. Okay, let us press. Lasst uns hier bohren. Kriegt er nicht mehr gedreht, oder? Boah. Wenn der Bohrer tatsächlich auf Ziegel getroffen ist, müssten sie hier das künstliche Stadtfundament unter sich haben. Hier ist organisches Material dabei. Das könnte Ziegel sein, wahrscheinlich Lehmziegel. Dann ist es die Plattform. Sehr schön, vielen Dank. Thank you. Wenn im Sommer Mohenjo-Daro vollständig von Wasser umgeben ist, sind alle Landverbindungen der Indus-Metropole abgeschnitten. Und als einziges Fortbewegungsmittel bleibt das Boot. Mohenjo-Daro, ein Venedig der Antike. Michael Jansen ist unterwegs auf dem Manchar-See. Hier lebt eines der ältesten Völker des indischen Subkontinents, die Mohana. Es sind Bootsnomaden, die im Wesentlichen vom Fischfang leben. Der Manchar-See gibt eine sehr schöne Vorstellung, wie es um Mohenjo-Daro im Sommer, wenn der Indus Hochwasser führte, ausgesehen haben mag. Mohenjo-Daro muss wie eine Insel in diesem großen, überschwemmten Indus-Tal herausgeragt haben, wo die Boote flussaufwärts und flussabwärts sich dort trafen, wo das eigentliche Zentrum, sozusagen der Nerv des Indus-Tals, sich befand, Mohenjo-Daro, die gigantische Hauptstadt. Und wir haben in Mohenjo-Daro Siegel, die einen Bootstyp darstellen, der dem der Mohanas sehr ähnlich ist. Das lässt durchaus vermuten, dass die Tradition der Mohanas, dieser Flussnomaden, die auf dem Indus, aber auch auf dem Manchar-See zu finden sind, dass dieser Bootstypus bis zu 5000 Jahre alt sein kann und eine uralte Tradition dieses Landes darstellt.
An den Ufern des Manchasees haben indische Archäologen in den 30er Jahren Siedlungsreste aus dem 4. Jahrtausend vor unserer Zeit gefunden. Also noch älter als die Induskultur. Die Mohana haben sich dem Leben auf dem Wasser gänzlich angepasst. Der Gedanke liegt nahe, dass die Einwohner Mohenjo-Daros ähnlich symbiotisch mit dem Indus lebten. In den 30 Jahren, in denen Michael Jansen in Pakistan forscht, hat er den Manchasee mehrmals besucht. Der letzte Besuch liegt fast ein Jahrzehnt zurück. Und doch haben die Bewohner des schwimmenden Dorfes den Professor nicht vergessen. Wie es Sitte ist, begrüßt Jansen jeden einzelnen Familienvorstand. Das Fischervolk der Mohana umfasst nur noch rund 25.000 Menschen. Sie sind in hohem Maße anfällig für Veränderungen ihrer Umwelt. Die Männer berichten Michael Jansen von sinkenden Wasserpegeln und einem dramatischen Rückgang der Fischbestände. Mit der Lebensgrundlage Fisch schwindet auch die Zukunftschance der zahlreichen Kinder. Die Ankunft des Fremden hat sich schnell herumgesprochen. Michael Jansen wird auf dem Boot des Dorfchefs eingeladen. Aus wie vielen Booten besteht euer Dorf? Im ganzen Gebiet hier gibt es 500 Boote. Es gibt viele dieser schwimmenden Dörfer auf dem See. An verschiedenen Plätzen und unterschiedlich groß. Einige bestehen aus 15 Booten, andere aus 20 oder sogar 50 Booten. Und die Kinder? Was machen die? Können die hier auf eine Schule gehen? Auf dem See gibt es eine Schule, aber natürlich auf dem Boot. Die Kinder lernen an Bord unserer Hausboote. Meine auch. Der Unterricht findet auf dem Wasser statt. Alles spielt sich bei den Mohana auf ihren Booten ab. Jedes Hausboot hat eine Feuerstelle und die Familienältesten achten streng darauf, dass die alten Traditionen bewahrt bleiben. Nie dürfte eine Mohana-Frau einen Bauern der Umgebung, einen Landbewohner heiraten. Noch gibt der See den Mohana alles, was sie brauchen. Vom Schilfgras, das sie den Bauern am Land als Futter verkaufen, bis zu den Fischen und Vögeln, die seit alters her den Speiseplan bereichern. Bei der Abreise aus dem Dorf wird Michael Jansen Zeuge, wie die Mohana auf die Vogeljagd gehen. Mit einem gezähmten Kormoran als Lockvogel für seine ahnungslosen Artgenossen. Gelegentlich wurde schon vermutet, die Mohana seien die Nachfahren der Gründer Mohenjo-Daros. Als Beleg gilt nicht nur die enge Verbundenheit der Mohana mit dem Wasser, sondern auch eine sehr freie Übersetzung des Ortsnamens Mohenjo-Daro mit Grab der Mohana. Auf der Suche nach Vorgängerkulturen, nach den möglichen Gründervätern Mohenjo-Daros, sind die Archäologen auf noch ältere, geheimnisvolle Kulturen gestoßen, die eine enge Verbindung zu Mohenjo-Daro aufweisen. In Merga, 300 Kilometer nördlich Mohenjo-Daros, in den Bergen Balutschistans gelegen, fanden französische Archäologen Reste einer Siedlung, die bis in die Jungsteinzeit, ins 7. Jahrtausend vor unserer Zeit, zurückreicht. Für die Geschichte der Induskultur interessant sind die zierlichen Figurinen, die in Merga gefunden wurden. Bestandteile eines Fruchtbarkeitsrituals? Ähnlich stilisiert werden Frauenfiguren auch in der Induskultur dargestellt. Diese Figur stammt aus Harappa, dem ersten Fundort der Induskultur, 500 Kilometer nordöstlich Mohenjo-Daros, und weist erstaunliche Parallelen zu den jungsteinzeitlichen Figurinen aus Merga auf.
Erstaunlicherweise hat man bis heute in keiner Stadt der Induskultur auch nur eine einzige Großplastik gefunden. Kein öffentlicher Platz lässt Standorte von Skulpturen erkennen. Mohenjo-Daro ist das Zentrum eines riesigen Reichs. Aber es fehlen repräsentative Bauten, etwa Tempel oder Paläste. Die Herrschaftskaste versuchte offenbar nicht, ihre Macht in monumentalen Prachtbauten zum Ausdruck zu bringen. An deren Stelle errichtete sie großzügige Wohnviertel mit komfortablen Bürgerhäusern. Aus einer der schattigen Seitenstraßen betritt man dieses Haus durch einen großen Eingang, der vermutlich mit einer Tür verschlossen war. Hier sind noch Löcher für Riegel, und kommt in einen Vorbereich hinein, der sehr geräumig den Weg weiterführen lässt über einen Seiteneingang zum großen Innenhof. Das Einzigartige an dieser Stadt der Bronzezeit sind die Großzügigkeit und die auf differenzierte Nutzung ausgerichtete Unterteilung der Wohnhäuser. Die in den Räumen ausgegrabenen Fundstücke lassen darauf schließen, dass die einzelnen Zimmer für unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt waren, rund um einen großzügigen Innenhof. Die Bewohner hatten offensichtlich Sinn für Luxus und Zeitvertreib. Es mag ein Vorläufer des Schachspiels gewesen sein, das seinen Ursprung in Indien hat. Die Würfel, 4500 Jahre alt, könnten genauso gut von einem heutigen Brettspiel stammen. Genauso zeitlos wie das Murmelspiel, mit dem sich die Kinder des Hauses vergnügt haben. Details, die das Bild einer zivilisierten und wohlhabenden Bevölkerung zeichnen. Und das Haus beherbergt noch eine Überraschung. Es hat, wie die meisten in Mohenjo-Daro, einen eigenen Brunnen, 18 Meter tief durch die Plattform bis ins Grundwasser gegraben. Während man in Ägypten und Mesopotamien noch das Wasser aus den Flüssen mit Krügen in die Häuser tragen musste, hatte hier bereits jeder Bewohner eines solchen Hauses unmittelbaren Zugang zu frischem Wasser aus dem Grundwasserbereich, sodass der Weg von der Wasserquelle zum Wassernutzer, und das ist der nächste Raum, ganz kurz war. Badeanlagen, sehr oft recht großzügig gestaltet, in denen man sich offensichtlich nicht nur der Hygiene wegen wusch, sondern die vermutlich auch als Ritualwaschplattformen genutzt wurden. Dieser Wasserluxus ist bezeichnend und eines der wichtigen städtischen Elemente der Induskultur. Und noch eines verbindet alle Städte der Induskultur. Sie bestehen einzig aus Lehmziegeln. Dahinter verbirgt sich für Michael Jansen der moderne Geist der Baumeister von Mohenjo-Daro. Dieser auf den ersten Blick unscheinbare Ziegel ist tatsächlich eines der kleinen Wunderwerke der Induskultur. Vor 4.500 Jahren haben die Menschen hier dieses Bauelement entwickelt, das im Grunde genommen das erste präfabrizierte und völlig durchrationalisierte Bauelement in der Bautechnikgeschichte der Menschheit darstellt. Im Gegensatz war etwa in Ägypten, war Großarchitektur mit gigantischen Blöcken, die hunderte von Tonnen wogen. Hier ist alles aus einem Ziegel, der mit einer Hand verarbeitet werden konnte, errichtet. Nach wie vor ist der Lehmziegel der Baustoff der Indusregion. Die Technik ist ausgereift und bewährt sich auch im 21. Jahrhundert. Der Grundstoff Lehm ist überall verfügbar. Seine Verarbeitung ist leicht und verursacht nur minimale Kosten. Lehmbauten haben ein für die Region ideales Raumklima. Im Sommer, wenn es draußen über 50 Grad heiß wird, bleiben sie angenehm kühl. Je nach Wetter speichern sie die Feuchtigkeit oder geben sie ab. Nicht nur die Gebäude und Brunnen von Mohenjo-Daro sind aus Lehmziegeln errichtet. Auch die gigantische Plattform, der gesamte Unterbau der Stadt, besteht zum Großteil aus diesem Grundelement.
Auch wenn die künstliche Erhöhung wahrscheinlich nur außen gemauert und im Inneren mit Erde und Schutt aufgefüllt war, so sind doch Abermillionen Steine notwendig. Jeder einzelne von Hand gefertigt. In der Nähe der Ruinenstadt liegt eine Ziegelbrennerei. Der Besitzer zeigt Michael Jansen die Produktion. Um Massen herzustellen, werden die Ziegel in einer Art Fließbandsystem gebrannt. Durch ständiges Umschichten der luftgetrockneten Rohlinge wird der Brennvorgang auf perfekte Weise rationalisiert. Während auf der einen Seite die fertig gebrannten und bereits abgekühlten Ziegel verladen werden, schichten die Arbeiter immer neue Reihen auf, die dann mit der Glut des Reisstreus und der heißen Asche bedeckt werden. Während der Rohstoff Lehm unbegrenzt und billig zur Verfügung steht, werden für das Brennen der Ziegel riesige Mengen Holz benötigt. Für eine Produktion von täglich 20.000 Ziegeln wird alleine hier Tag für Tag über eine Tonne Holz verfeuert. Für den Bau von Mohenjo-Daro müssen ganze Wälder vernichtet worden sein. Die von den Archäologen freigelegten Brunnenschächte stehen heute wie Türme in der Ruinenstadt. Errichtet wurden sie aus konisch geformten Ziegeln. So können sie dem hohen Seitendruck der Erde perfekt standhalten. Lehm und Wasser, die alles bestimmenden Elemente des Indus-Tals. So ist auch das größte erhaltene Gebäude kein Tempel oder Palast, sondern ein Bad. Eine meisterhaft durchdachte Anlage. Die Ziegel sind fast fugenlos verlegt. Die Baumeister Mohenjo-Daros kannten bereits die abdichtende Wirkungsweise von natürlichem Bitumen. Auch für das Füllen und Leeren des weitläufigen Beckens fanden sie eine Lösung. Diese auf den ersten Blick unscheinbare Anlage ist im Grunde genommen ein kleines technisches Wunderwerk. Es gehört zu den Eingeweiden der Stadt, zu den Abwasserkanälen, von denen viele hundert hier zu finden sind, jedoch meist an der Oberfläche. Diese Anlage hier ist in den Boden gesenkt aus einem einfachen Grund. Wir haben hier unten die Kanalführung und dort die Öffnung, die den Auslass des Wasserbeckens des großen Bades darstellt. Neben der Lehmziegelarchitektur und den auf künstlichen Plattformen erhöhten Siedlungen sind wasserführende Bauten ein weiteres gemeinsames Element der antiken Indus-Städte. Während die Wassermengen des großen Bades über ein mannshohes Kanalsystem abfließen konnten, durchziehen schmale Kanäle die ganze Stadt, um die Abwässer der Häuser und öffentlichen Toiletten zu entsorgen. Ein Dorf in der Nachbarschaft. Nicht viel anders wird es einst in den Gassen der antiken Stadt ausgesehen haben. Auf den breiten Straßen transportieren Ochsen und Eselskarren die Güter des täglichen Gebrauchs. An den Häusern entlang verlaufen die Abwasserkanäle. Hallo, hallo. In den Dörfern des Sind leben Bauern und Handwerker mit ihren Großfamilien und dem Vieh in einer ländlichen Struktur. Ganz im Gegensatz zur Siedlungsdichte Mohenjo-Daros vor 4500 Jahren. Um die Lebensweise und Funktion Mohenjo-Daros zu verstehen, analysiert Michael Jansen den Grundriss der Stadt. Aus ihm kann der Architekt und Stadtbauforscher aufschlussreiche Details herauslesen. Was heute wie Fensteröffnungen in einer hohen Mauer wirkt, ist in Wirklichkeit die Türschwelle einer späteren Besiedlungsphase. Die Stadt wurde wieder und wieder aufgeschüttet, sodass ihre Grundhöhe über die Jahrhunderte beständig stieg.
Wir befinden uns hier in etwa auf der Höhe der frühen Besiedlungsphase, etwa 2500 vor Christus. Diese Straße war offensichtlich zusammen mit den gigantischen Unterbauten dieser Stadt geplant, sodass sie für die gesamte Siedlungszeit über mehr als 500 Jahre als Haupterschließungsachse erhalten blieb. Links und rechts grenzen dicht bebaute Stadtviertel an, mit einem Gewirr von engen, schattenspendenden Gassen. Hier konnten keine schwerbeladenen Ochsenkarren hindurch. Für Michael Jansen mit ein Indiz dafür, dass Mohenjo-Daro eher eine Verwaltungsstadt war. Eine Stadt der Händler und Verwalter und nicht der Handwerker und Fabrikanten. Schon vor 4500 Jahren sind die Städte der Induskultur in ein ausgedehntes Handelsnetz eingebunden. Mit Mohenjo-Daro als Zentrum. Gewichte der Induskultur wurden bis nach Bahrain am Persischen Golf gefunden. Und die mit schriftähnlichen Zeichen versehenen Siegel tauchten sogar in den Städten Mesopotamiens auf. Zurück am Indus. Unweit von Mohenjo-Daro begibt sich Michael Jansen an Bord eines der traditionellen Indus-Boote. Die Ausdehnung des Indusreiches war größer als Ägypten und Mesopotamien zusammen. Der einzige natürliche Zusammenhang war der Indus. Damals zusammen mit seinen Nebenflüssen auf mehr als 1000 Kilometern schiffbar. Heute ist der natürliche Fluss des Indus durch zahlreiche Stauwehre durchbrochen. Immer mehr Wasser wird zudem über Seitenkanäle zur Bewässerung abgezweigt. Der Flusspegel sinkt. Die traditionellen Segelschiffe drohen zu verschwinden. Es ist einfach irre. Es ist für mich das erste Mal, dass ich auf einem Mohana-Boot bin, das mit Segeln gefahren wird. Bisher habe ich das immer nur mit Rudern und Starken erlebt. Und für mich ist das ein ganz besonderer Augenblick, nach 30 Jahren Indus-Forschung zum ersten Mal auf einem Boot zu sitzen, das auf dem Indus segelt. Für Michael Jansen steht fest, ohne ein leistungsfähiges Transportsystem war eine Zivilisation wie die der Induskultur nicht möglich. Das ist eine unserer großen Fragen im dritten Jahrtausend und meine wichtige Behauptung, dass die Induskultur als eine der ersten großen Zivilisationen, dass die Revolutionisierung in dem Transport stattfand. Es ist der Wechsel von einem Landtransport mit Ochsenkarren, die maximal 5 Kilometer die Stunde machen, hin zur Schifffahrt. Und wenn man genau hinschaut, ist eben das Gleiche eben auch in Ägypten und in Mesopotamien passiert. Das heißt, der große Wechsel von entwickelten Dorfkulturen hin zu den ersten Stadtkulturen des dritten Jahrtausends ist die Frage der Revolutionisierung des Transportes. Die Reisen der Indus-Kaufleute führen bis in den Oman, wo der begehrte Rohstoff Kupfer abgebaut wird, 1000 Kilometer von Mohenjo-Daro entfernt. Rund um Mohenjo-Daro selbst gibt es nur einen Rohstoff, Lehm. Eine Stadt von der Größe Mohenjo-Daros muss einen gewaltigen Bedarf an Gebrauchsgütern gehabt haben. Dazu gehört auch die Keramik. Unweit der Stadt befindet sich noch heute eine Töpferei, die seit Generationen von einer Familie betrieben wird. Nicht viel anders haben die Töpfereien zu Zeiten der Induskultur ausgesehen. Bis zu 150 Töpfe und Gefäße werden bei einem Brennvorgang gebrannt, kunstvoll gestapelt, um je nach Größe des Brennguts die Hitze optimal zu nutzen. In Städten wie Mohenjo-Daro hat man Brennöfen wie diesen hier meist außerhalb der Wohngebiete angesiedelt. Dort hatten sie mehr Platz,
Vor allem aber wurde so die Gefahr von Bränden vermieden. Das Bild Mohenjo-Daros als einem modern anmutenden Verwaltungssitz gewinnt an Kontur. Wer diese Stadt plante und baute, das beschäftigt die Forscher seit dem Beginn der Ausgrabungen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dieses ist kein antiker Kamin, sondern die Fassung eines der mehr als 600 Brunnen in Mohenjo-Daro. In dieser Tiefgrabung, die hier stattgefunden hat, finden wir mehr als 500 Jahre Siedlungsgeschichte Mohenjo-Daros. Man muss sich vorstellen, dass 1925 die Archäologen, als sie hier zu graben begannen, einen großen Hügel vorfanden, wo sie oben begannen zu graben und wo sie dann innerhalb von 5 Jahren das Erdreich bis auf 6 Meter Tiefe absenkten. Als John Marshall, seit 1902 Direktor des Antikendienstes in der britischen Kronkolonie Indien, von der Ruinenstadt im Wüstensand hört, wittert er seine große Chance. Es ist die Zeit der großen Entdeckungen. Und in Europa fiebert die Weltpresse mit auf der Jagd nach den großen Schätzen der frühen Hochkulturen. In Babylon tauchen ganze Keilschriftbibliotheken auf. Und Howard Carter entdeckt das sagenhafte Grab Tutanchamuns. 1925 sind über 1000 Arbeitskräfte im Einsatz. Doch von Palästen oder einer Tempelanlage keine Spur. Hoffnung keimt auf, als die Ausgräber 1927 die Büste eines vermeintlichen Würdenträgers bergen. Sie nennen ihn den Priesterkönig. Eine der wenigen Darstellungen eines Menschen, die in der Stadt gefunden wurden. Was fehlt, sind Funde, die auf repräsentative Gebäude schließen lassen. Der weithin sichtbare pyramidenartige Bau ist nach allem, was wir heute wissen, ein buddhistisches Heiligtum, das erst 2000 Jahre später, schon lange nach dem Untergang der Indus-Kultur, auf den Ruinen errichtet wurde. Für Michael Jansen erlauben die archäologischen Funde nur einen Schluss. Wahrscheinlich verzichtete die Bürgerschaft Mohenjo-Daros auf einen autokratischen Herrscher und entschied ganz pragmatisch selbst über das Schicksal der Stadt. Das Wohlergehen ihrer Bürger war ihnen wichtiger, als Mensch und Material für den Bau gottgeweihter Prachtbauten zu verschleißen. Wenn wir genauer hinschauen, können wir sehen, dass Mohenjo-Daro wie die Spinne in einem Netz das gesamte System offensichtlich zentral kontrollierte und koordinierte. Wir wissen zwar bis heute nicht, welche politischen Systeme hinter dieser Kontrolle standen, aber über die homogene Verteilung von Artefakten, etwa wie den Siegeln, ist eindeutig, dass eine homogene Kultur in diesen Siedlungen herrschte. Tausende von Siegeln mit den komplexen Zeichen hat man im gesamten Indusgebiet, ja bis Mesopotamien, gefunden. Doch keinen einzigen längeren Text. Woran das liegt, ist unter Forschern umstritten. Während die einen davon ausgehen, dass die Bewohner Mohenjo-Daros schon über eine eigene Schrift verfügen, sehen die anderen die Siegelzeichen als eine Art Warenetikett der Bronzezeit. Die Händler kennzeichneten damit möglicherweise ihre Amphoren, mit denen von Olivenöl bis Getreide fast alle Güter der Antike transportiert werden. In der Werkstatt von Mustafa Khan fertigt seine Familie heute für das Museum in Mohenjo-Daro Replikate der antiken Siegel an. Was hier die Kinder erfreut, Tonmodelle der landestypischen Ochsenkarren, ist für die Archäologen wertvolles Anschauungsmaterial,
um die Vergangenheit zu rekonstruieren. Offensichtlich war die Landwirtschaft ähnlich ausgerichtet wie heute. Bis ins Detail gleichen die antiken Figuren den heutigen Gespannen. Weizen, Reis, Zuckerrohr und Baumwolle wird heute im Sindgebiet angebaut. Traktoren haben die Ochsengespanne weitgehend verdrängt. Die Anlage der Stadt lässt den Schluss zu, dass die Produktionsstätten an anderen Orten gelegen haben müssen. Das gilt für die bäuerliche Viehhaltung und Landwirtschaft genauso wie für die Erzverhüttung. Die meisten bronzenen Gegenstände, Töpfe, Speerspitzen oder kleine Figurinen wurden zwar in Mohenjo-Daro genutzt und wahrscheinlich im großen Stil gehandelt, aber nicht dort hergestellt. Die bronzene Tänzerin ist, neben dem Priesterkönig, die prominenteste und zugleich rätselhafteste Figur Mohenjo-Daros. Tanzte sie einst bei Ritualen rund um das große Bad? Um mehr über Mohenjo-Daro zu erfahren, müssen die Archäologen im Moment vor allem den endgültigen Verfall der antiken Ruinen bekämpfen. Die Gefahr droht aus dem Untergrund. Seit Gründung der Stadt hat der Indus so viel Schlamm angespült, dass der Boden nun 7 Meter über dem damaligen Niveau liegt. Dabei steigt auch der Grundwasserspiegel. Die hohe Verdunstungsrate zieht die Salze aus dem Boden in die Mauerreste. Sie kristallisieren an der Oberfläche der Ziegel und lassen diese so im wahrsten Sinne des Wortes zerbröseln. Eine Katastrophe für die Stadt aus Lehm. Regelmäßig entnehmen die wissenschaftlichen Mitarbeiter Bodenproben, um den Stand der Versalzung zu beobachten. Die Stauwehre im Oberlauf des Indus verstärken den Effekt. Sie verhindern die jährlichen Überschwemmungen des Indusgebietes. Der Boden wird trockener und salziger. Im eigenen Labor, das zusammen mit der Technischen Hochschule Aachen vor Ort eingerichtet wurde, werten die Wissenschaftler die Messungen aus und koordinieren die notwendigen Maßnahmen. Zur Rettung der antiken Stadt wird auf ein altbewährtes Material zurückgegriffen. Michael Jansen hat diese Technik gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in Pakistan entwickelt. Die Ziegelwände werden mit Lehm verputzt. Dadurch kristallisieren die zerstörerischen Salze nun nicht mehr an den Ziegeln, sondern an der neuen Schutzschicht, die regelmäßig erneuert werden kann. So versuchen Michael Jansen und sein Team, die Zerstörung der archäologischen Städte zu verhindern. So viele Fragen der Induskultur sind noch ungeklärt. Vor allem, warum Mohenjo-Daro so plötzlich unterging. Die Suche nach einer Antwort bringt Michael Jansen wieder mit den Archäologen der Universität Kaipur zusammen. Das Team um Kasit Mela hat sich in den letzten Jahren bei ihren archäologischen Exkursionen auf den Spuren der Induskultur immer weiter in die Wüste Thar vorgearbeitet, die im Osten des Indus-Tals verläuft und die Grenze zu Indien darstellt. Was heute eine menschenfeindliche Trockenzone darstellt, war in der Bronzezeit Teil eines zweiten großen Flusssystems, gespeist durch den Hakra-Fluss, der östlich des Indus verlief.
Es spricht viel dafür, dass dies die Kornkammer Mohenjo-Daros war, das Hinterland, das die Metropole versorgte. Nichts in dieser Landschaft erinnert mehr an ihre einstige Fruchtbarkeit. Sie haben diesen Ort erst kürzlich entdeckt. In welchem Zusammenhang steht er mit dem Indus-Tal? Mohenjo-Daro liegt etwa 150 Kilometer westlich von hier. Es gab Wasser im Überfluss. Alles war grün. Und es gab reichen Fischbestand und viele jagdbare Tiere. Die Menschen hier lebten wirklich sehr gut. Mohenjo-Daro, das Herz und Hirn des riesigen Indusreiches, ist auf die Versorgung durch seine Peripherie angewiesen. Und dann geschieht etwas, was nicht nur den Lauf des Flusses, sondern damit auch den Verlauf der Geschichte dieser Region schlagartig verändert. Wahrscheinlich ist es eine geologische Verschiebung, ausgelöst durch ein Erdbeben, die den Lauf des Hakra verändert und in der Folge die Region vollständig trockenlegt. So gesehen mag es eine ökologische Katastrophe gewesen sein, die den Untergang der Indus-Kultur ausgelöst hat. Mohenjo-Daro selbst verrät nichts darüber. Die urbane Blütezeit der modern anmutenden, reichen Indus-Metropole währte etwa 500 Jahre. Dann beginnt die großzügige städtische Bebauung langsam zu verschwinden. Kleinteiligere Wohnviertel entstehen, Produktionsstätten wandern in die ehemaligen Wohnbezirke. Es gibt keine Spuren der Zerstörung, keinen Hinweis auf einen feindlichen Überfall oder Vertreibung. Um 1500 vor unserer Zeit haben die Bewohner ihre Stadt offenbar freiwillig aufgegeben. Mohenjo-Daro, in der lokalen Sprache, dem Sindhi, bedeutet es der Hügel der Toten. Nach ihrer Aufgabe wurde die Stadt nie wieder neu besiedelt. Noch heute gilt der Ort im Volksglauben als verflucht. Michael Jansen wird wieder zurückkommen. Noch immer steht die Erforschung der geheimnisvollen Hochkultur am Anfang. Noch ist unser Wissen über die Stadt am Indus bruchstückhaft. Die Lücken zu füllen, ist eine Langzeitaufgabe.